Mädchen haben ganz schön viele Probleme. Und diese Probleme werden wir jetzt besprechen. Oder ja, so. Frauenprobleme. Ich blende es jetzt mal hier ein. Frauenprobleme. Hallo! Klack, Klappe die erste. Heute Frauenprobleme. Genau, das Schlimmste einer Frau oder... Ja, nimmt dabei einige Sachen nicht allzu ernst, denn nicht alle Frauen sind so. Genau. Weise Belehrung! Entschuldigung, aber Ihre Schminke ist verschmiert. Haben Sie geheult? Nee, ich habe gar nicht geheult. Warum sollte ich überhaupt heulen? Dankeschön. Ich krieg nie Blumen. Ich muss die Blumen mir immer selber schenken. Ich habe meine Tage. Ich brauch ganz viel Schokolade. Das hat sogar gereimt. Durch Schokolade bekommt man Pickel. Das Schlimmste eines Mädchens ist, wenn sie einen Pickel hat. Genau da an meiner Nase ist ein Pickel. Seht ihr den da? Genau da. Oh mein Gott. Das Schlimmste eines Mädchens ist immer diese Gesichtsmasken, die sie sich dreimal oder zweimal pro Woche antun muss und sich dann irgendwelche Eier auf die Haare klatscht. Habe ich einen knackigen Arsch in dieser Hose? Habe ich einen knackigen Arsch? Ich hoffe, ich habe einen knackigen Arsch in dieser Hose. Oh mein Gott. Ist das Bliss? Sind meine Brüste eigentlich identisch groß? Oder ist die rechte größer als die linke? Ich glaube, irgendwie ist die linke größer als die rechte. Schäm dich, Mädchen. Ah, das ist eindeutig das größte Problem. Oh Mann, ey. Dann meldet er sich, Sicherlich schreibt er gerade mit irgendeiner anderen Schlampe. Er ist doch an. Warum schreibt er mir denn nicht zurück? Oh, er ist gar nicht mehr an. Sicherlich ist er jetzt bei dieser Schlampe. Passen die Ohrringe heute zu meinem Outfit? Jogginghosen-Style? Oh. Dabei sagt man immer, dass Mädchen Schmetterlinge furzen. Boah! Ja, das liegt definitiv am Deo. Oh mein Gott. Scheiße, scheiße, ist das scheiße! Ich habe eindeutig zu wenig Nagellack.
Oh mein Gott, wie viele Kalorien hat der Lutscher? Ich liebe dich. Ja, genau, ich liebe dich. Mir wird es immer wieder klar, dass ich dich liebe. Aber ich werde nie dazu stehen, dass ich dich liebe. Denn dafür steht einfach viel zu viel aufs Spiel. Ich liebe dich. Ja? Lutscher, ich liebe dich. Ich finde, du brauchst gar nicht dich immer so doll zu schminken mit deinen dicken schwarzen Lidstrichen auf den Augen. Lass es doch einfach mal weg. Du siehst bestimmt ungeschminkt viel besser aus. Okay, lassen wir das mal. Ich glaube, wir lassen es. Papa, ich brauch Geld. Was brauchst du das dann schon wieder? Für Schminke. Danke, Papa. Aber was soll ich bitte schon mit 10 Euro? Weißt du überhaupt, wie viel L'Oreal, Paris und die ganzen anderen Kosmetikartikel, wie teuer die sind? Wie viel die kosten? Mit 10 Euro kriege ich noch nicht mal einen Q-Tip. Und für alle die, die nicht wissen, was ein Q-Tip ist, ein Q-Tip ist ein Ohrenstäbchen, genau. Wisst ihr jetzt, was ein Q-Tip ist? Und für alle die, die nicht wissen, was 10 Euro sind, das hier sind 10 Euro. Das Schlimmste eines Mädchens ist, wenn sie ihre Tage hat. Lecker. Oder vielleicht doch die Frisur? Die Frisur? Das Schlimmste eines Mädchens ist, wenn sie ihren BH ausstopfen muss. Aber da ich von Natur gesegnet bin, sag ich mal, habe ich dieses Problem nicht. Ho, ho, ho. Bitch fight. Was ist denn los? Was ist denn? Sag doch mal, was du hast. Ich kann nicht. Glaubwürdiger kommt es natürlich mit einem Taschentuch rüber. Deswegen holen wir kurz ein Taschentuch. Schleichwerbung, 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 Tempo. Tempo, 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 Tempo. Wisch Tränen weg, wo keine Tränen sind. Edward hat Bella verlassen. Ja, aber das ist ja so wie im richtigen Leben. Oh mein Gott, ich bin schwanger. Ach nee, ich habe nur zugenommen. Oh mein Gott, ist das ein Mitesser? Habe ich da einen Pickel? Oh mein Gott, hier ist ein Pickel. Oh Gott, ich habe einen Pickel. Habe ich das Rouge richtig aufgetragen? Auf meinen Wangenknochen?